So, hier müssen wir da mal ein bisschen ausholen, dass wir da nicht irgendwo dann hängen bleiben. So. Ach, scheiße, das sagt nicht, dass wir uns hier eingraben. Hi Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Spin Tires. Im letzten Teil, da sind wir mit dem Truck des Typen C255 zur Holzladestation gefahren und haben dort Langholz aufgeladen. Und in diesem Teil heute werden wir das Langholz in Richtung Ziel transportieren. Mal schauen, ob wir in diesem Teil auch schon bis zum Ziel kommen werden oder erst im nächsten Teil. Das werden wir dann im Verlauf dieses Teils sehen. Also dann würde ich sagen, machen wir uns direkt mal auf den Weg. Und es kann losgehen. So, ich würde sagen, wir machen auch direkt mal die Differentialsperre und das Allrad an. Und dann planen wir erstmal schnell die Route hier, beziehungsweise den Anfang der Route hier auf der Karte. Wir werden hier rausfahren, genau so hier entlang. Da müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir da durchkommen, weil es sieht so aus, als ob da überall Bäume sind. Da gehe ich mal nicht davon aus, dass wir da durchkommen. Dann werden wir halt dann hier so lang fahren und hier dann links und bis dahin sollte es erstmal reichen, dann werden wir irgendwie hier dann weiterfahren. Dann schauen wir mal, das wird jetzt wahrscheinlich eh noch erstmal der spannendste Teil der ganzen Strecke hier zum Ziel, weil hier ist jetzt noch so die, sind die Wege noch alle am schmalsten und hier die Kurven auch alle am engsten, hier sind die Wege bzw. die Straßen dann alle ja viel breiter und so. Also dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg und schauen mal, wie gut wir jetzt hier durchkommen werden. Das wird jetzt bestimmt erstmal richtig spannend. Also dann Karte wieder schließen und auf geht's. Mal schauen, ob wir da jetzt auch noch rauskommen, beziehungsweise ob wir jetzt auf die breiten Straßen kommen werden, bevor es dunkel wird. Wir haben jetzt nämlich schon 18 Uhr, aber das werden wir ja gleich sehen. So, aber wir kommen ja hier von Anfang auch schon mal gut voran und wir können ja hier an der roten Linie jetzt auch genau erkennen, wo wir langfahren werden. So. Na, kommst du raus? Aber das klappt schon. Langsam, aber gut, kommen wir hier voran. Also mit dem Langholz ist der Truck schon echt ganz schön lang. Das ganze Gefährt hat schon eine echt ganz schön große Länge. So, und jetzt halt nicht, dass wir uns festgefahren haben. Komm. Wenn wir uns jetzt hier irgendwo festfahren, dann müssen wir halt dann den Bergungstruck herholen. Aber gucken wir mal, wir sollten es hier auch schaffen. Komm, das schafft er schon irgendwie. Und da vorne haben wir ja eh gleich dann genug Bäume, wo wir uns mit der Winde rausziehen können. Sofern wir halt nah genug dran sind. So, aber mit ein bisschen hin und her kommen wir auch hier durch den Matsch, durch das Offroad-Gelände super durch. Ah, das ist richtig geil, mit dem Truck sich hier den Weg durch das Offroad-Gelände zu bahnen. Macht richtig viel Spaß. So, genau. Und wir folgen jetzt immer schön der roten Linie. So, hier geht es wieder ein bisschen leichter. Wir müssen noch immer hinten gucken, dass wir mit dem Truck nicht irgendwo hängen bleiben. Aber es sieht ganz gut aus. Die Bodenfreiheit ist auch, ja, eigentlich sehr gut. Also auf jeden Fall mehr als bei dem Auflieger, mit dem wir letztes Mal gefahren sind. So, hier wird der Weg der Fahrt, beziehungsweise die Straße, auch ein bisschen besser befahrbar. Nicht mehr so matschig. So, und da vorne wird es jetzt aber noch ein bisschen so, geht es nochmal leicht jetzt hier über die Kuppen. Aber mal gucken, ich hoffe mal, der setzt halt da nicht auf mit dem Gelenk da unten. Was den Truck da mit dem Auflieger da hinten, mit dem Teil des Aufliegers da hinten verbindet. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt da hinten. Ist ja eigentlich so ein eigenes Teil. So, hier müssen wir jetzt auch mal ein bisschen ausholen, dass wir da nicht irgendwo dann hängen bleiben. So. Ach, scheiße, das sagt nicht, dass wir uns hier eingraben. Komm schon, komm! Komm raus, ja, komm, 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 komm! Wir könnten jetzt weiter Gas geben und gucken, ob es klappt, aber ich bin da gerade nicht so zuversichtlich, muss ich ehrlich zugeben. Probieren es lieber nochmal hier. Ach, scheiße, geht es jetzt zu steil hoch. Dann nochmal rechts dann. Also von so aus gesehen rechts, probieren wir es nochmal. Oder sonst halt nochmal ein zweiter Anlauf geradeaus rein. Ah, scheiße. Gleich hier am Anfang festgefahren. Das, was ich eigentlich nicht wollte, was jetzt passieren sollte. So, nochmal raus. So, hier kommen wir ja locker easy fahren. Das ist ja alles hier noch locker easy. Easy peasy. Das müssen wir, warte mal, wir können auch da links runter. Lass uns mal da links hochfahren. Ah, scheiße, jetzt graben wir uns hier überall ein. Machen wir das, die Hilfen mal gerade aus. Und kurz nur die Diff-Sperre an. Ah, scheiße, jetzt sag nicht, dass wir uns jetzt hier überall eingraben. Nur mit Rückwärtsgang kommen wir hier raus.
Vorwärts will hier gar nichts. Jetzt haben wir hier auch den ganzen Boden aufgewühlt. Ach du Scheiße. Müssen gucken, ob wir da vielleicht links irgendwo vorbei können. Hier vielleicht, neben dem Weg. Neben der Straße. Ich weiß aber nicht, ob wir da irgendwo runter... Wenn wir da runterfahren. Vielleicht hier hoch. Komm schon. Ja, komm, wir schaffen es jetzt auch ohne den Bergungstruck. Nicht umkippen, nicht umkippen, nicht umkippen. Wow, 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 wow. Leute, der kippt uns noch um. Guckt, hier haben wir gleich eine richtig spannende Situation. Mal gucken, ob wir hier rauskommen ohne den Bergungstruck. Ich würde es jetzt gerne auch ohne den schaffen. Wir probieren es jetzt noch mal hier unten, aber ich habe eigentlich keine Lust, dass der uns jetzt umkippt mit dem Langholz hier. Das ist nicht ohne, Leute. Wir haben hier auch keinen Baum vor uns, mit dem wir uns irgendwie rausziehen können. Ach scheiße, jetzt graben wir uns hier auch noch ein. Darunter, wo geht's da hin? Da kommen wir aber auch nicht weit, da kommen wir wieder da hinten raus. Da können wir auch schlecht drehen. Ja, irgendwie würden wir das schon hinkriegen mit dem Drehen dann auch, aber... Wenigstens zu dem Baum... Ich zeige mit meinem Finger auf dem Bildschirm, das bringt ja wenig, seht ihr ja nicht, was ich zeige. Wenn wir zu dem Baum da kommen würden... Schaffen wir mit der Winde nicht, ne? Doch, wir schaffen es! Geil! Dann sollte es gehen. Ah ne, F, nicht V. Oh, das zieht den Baum auch ganz schön. Das beansprucht ihn ganz schön. Oh, mein lieber Mann. Da haben wir uns jetzt hier aber auch in eine Lage reingebracht. Scheiße, jetzt setzt, glaube ich, der Holzauflieger auf, ne? Nein, nicht umkippen! Scheiße! Motor abgewürgt, Ladung verloren. Scheiße! Hier kommen wir nicht raus. Ich glaube, das wird nichts. Dann lasst uns jetzt Folgendes machen. Ich glaube, wir können den Truck dann mit dem Bergungsfahrzeug wieder aufziehen, ne? Dann lasst uns mit dem den dann aufstellen. Genau, wir holen jetzt den Bergungstruck. Mit dem stellen wir dann wieder auf, fahren dann mit dem hier wieder zur Holzladestation, laden das Holz auf und dann wieder hierher und dann werden wir hier dann vorne bei der Stelle da, wo es so matschig ist, können wir den mit dem Bergungstruck dann rausziehen. Hat jetzt genau das passiert, weil ich eigentlich nicht wollte, dass er uns hier umkippt. Scheiße, wir hätten vielleicht gerade hier runterfahren sollen. Na gut, jetzt ist es passiert, jetzt können wir es auch nicht mehr ändern. Das heißt für uns, wir gehen zum Bergungsfahrzeug, da ist es. Ist die Frage, ist es besser, wenn wir es da hin versetzen oder hier unten lang fahren? Ich glaube, wir fahren die Strecke. Es lohnt sich nicht zur Werkstatt und dann hier lang zu fahren, wissen wir. Genauso lang unterwegs sein, wie wenn wir jetzt direkt dahin fahren. Wir fahren geradeaus. So, los geht's! Action! Ab zur Rettungsaktion. Machen wir uns auf den Weg. So, Allrad- und DIV-Sperre gleich mal an. Und hier vorne jetzt irgendwo rechts lang, dann wird es jetzt doch wohl noch ein bisschen länger dauern, bis wir zum Ziel gelangen. Aber ich habe ja gesagt, das wird wahrscheinlich jetzt da vorne aber auch der schwierigste Teil der ganzen Fahrt sein. Weil da haben wir wirklich die engen Kurven, schmalen Pfade. Und hier, das wird ja, ja gut, hier fahren wir auch nochmal lang. Hier werden wir auch noch lang kommen dann. Die sind wir bis jetzt noch nie gefahren, die Strecke hier. Oh, Licht sollten wir vielleicht auch mal anmachen. Die sind wir bis jetzt auch noch nicht gefahren. Wir werden jetzt hier mit dem Fahrzeug auch das erste Mal fahren. Hier bei dem Wasser, das wird auch nochmal spannend, ob wir dann da durchkommen. Aber wir haben ja immer den Bergungstruck, den müssen wir halt mit dem hinterherfahren und halt dann das Fahrzeug dann rausziehen. Können wir ja dann auch machen. So, aber so kommen wir hier, mit dem kommen wir hier super lang. So, ja, wir fahren ruhig hier auf dem, da wollen wir den Weg da vorne ein bisschen unbekannt lassen und hier mal rüberfahren. Wir könnten auch mit dem, lassen, na komm, wir fahren immer nicht jetzt da vorne rechts lang, hey, ist später nochmal ein bisschen spannender, dann haben wir da noch ein bisschen noch nicht erkundetes Gebiet. So, ich hoffe, wir kommen mit dem hier durch. Wenn nicht, müssen wir zurückfahren und doch die andere Strecke nehmen. Weil das hier ein bisschen schmal ist. Machen wir mit der Winde. Ah, mein lieber Mann, das ist schon nicht so die passende Strecke hier für das Fahrzeug. So, komm. Ist ein bisschen schmal, aber du schaffst das. Komm. Hoch mit dir. Ich hatte es überwunden hier. Den Anstieg. Ja. Ja, komm. Machen wir kurz die Handbremse mal an.
Vielleicht können wir da noch irgendeinen Baum, wo wir uns ziehen können. Komm. Mit dem Baum und Allrad und Differentialsperre. Nicht so wirklich. Na kommt. Das dauert sonst zu lange. Dann müssen wir jetzt doch die andere Strecke nehmen. Oder wollen wir nochmal einen Versuch starten? Kommt noch einmal da hoch. Ah nee, komm, das wird eh nichts. Ist viel zu schmal für den. Ich hätte nicht, dass wir jetzt den Bergungstruck hier eingegraben haben. Komm schon. Probieren wir es jetzt nochmal vorwärts. Jetzt komm. Doch. Komm hoch. Bisschen links, rechts. Wir haben auch keinen Baum, an dem wir uns da irgendwie ziehen können. Beziehungsweise keinen direkt vor uns. Probieren wir es nochmal rückwärts, sonst müssen wir uns echt zur Werkstatt retten. Na, das wäre jetzt echt blöd. Ja, gut, dann wird das wohl nicht anders gehen, als hier zur Werkstatt retten und dafür ist jetzt vollgetankt und der Schaden repariert und dann fahren wir jetzt in dem Teil noch bis zu dem anderen Truck und beziehungsweise, naja, gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. Der Teil ist ja auch schon bald zu Ende. Dann wird es wohl doch noch ein bisschen länger dauern, bis wir dann am Ziel ankommen. Aber gut, macht ja auch nichts. So, jetzt gilt es erstmal, den Holztruck da zu retten. Wir hätten jetzt auch zur Werkstatt retten können, aber ich will jetzt lieber mal mit dem Bergungstruck probieren, den hochzuziehen. Wenn das nicht klappt, dann können wir ihn immer noch zur Werkstatt retten. So, Diffsperre und Allrad mal an, ist vielleicht auch ein bisschen besser. So, hier können wir aber auch ohne fahren. So. Und dann geht es jetzt die bekannte Strecke entlang zu dem Truck da. Dann müssen wir auch gucken, wie wir dann mit dem drehen, gell? Weil wir haben ja, ah ne, wir können den Holzauflieger ja einklappen, das ist ja gut. Stimmt, da können wir dann ganz einfach drehen. Das ist ja dann nicht das Problem. So, jetzt geht es wieder hier durchs Wasser. Das ist ja auch kein Problem für den. Kurz mal die Diffsperre an. Machen wir Allrad auch noch an. Dann sind wir hier 0,x durch. So, vergessen wir das Licht anzumachen. So ist viel besser. Ist zwar so auch eigentlich hell, aber so sieht man halt nochmal hier die Strecke viel besser. So was vor einem liegt, ist dann nochmal viel heller. So. Das kennen wir ja bereits, aber es wird hier links spannend. Da sind wir ja letztes Mal mit dem anderen Truck hängen geblieben. Aber hier haben wir ja die Seilwinde auch. Und? Komm. Ja, der schafft es auch ohne. Das sind 8x8. Mit Allrad, Diffsperre, Differentialsperre. Null Problemo. Wunderbar, schön kämpft er sich hier durchs Gelände. Das habe ich jetzt schon von dem erwartet, dass er da durchkommt. Mit dem großen Mega-Truck hier. Ist ja so das Größte, was es hier im Spiel gibt. So der größte Truck. Ja, da sollte es ja kein Problem sein. Mit dem waren wir jetzt auch noch nicht so oft on Tour. Also nur einmal auf der Rettungsaktion zum Aufklärungsjeep, als wir den befreit haben. So. Hier wieder durch den Matsch durch. Strecke kennen wir ja. Wir müssen dann nur am Ende dann mal gucken, wo wir da langfahren müssen, dass wir genau halt zu dem schweren Lieferwagen kommen, weil ich weiß nicht ganz genau, wo der steht. Da hinten kenne ich mich jetzt nicht so aus. So, wir fahren jetzt einfach mal schnurstracks geradeaus. Machen wir Allrad noch an, kommen ein bisschen schneller voran. Kraftstofftank ist ja hier echt riesig, aber gut, der verbraucht auch dementsprechend natürlich aufgrund seiner Größe und die ganzen Power, die da in dem Truck steckt, verbraucht er natürlich auch dementsprechend viel Kraftstoff. Ist schon wieder aufgesetzt, naja, egal, halb so wild. Der hat ja auch viele Schadenspunkte, insgesamt 1000.
Also, das ist kein Problem. So. Da vorne ist wieder ein bisschen besser befahrbar. So, Allrad auch noch an. Alle Räder werden angetrieben. Wunderbar. So kommen wir voran. TÜV-Sperre aus, Allrad aus. Ah, TÜV-Sperre doch besser an. Aber hier auch kein Problem für den Truck. So, und dann gucken wir dann gleich mal, wie wir dann da vorne fahren werden. Ich bin echt mal dann im nächsten Teil dann schon gespannt auf den nächsten Teil, wie das dann mit dem, wie das dann so mit dem Hochziehen dann klappt, also dass wir den Truck wieder aufstellen. Ich hoffe mal, das kriegen wir hin. Vielleicht können wir wenigstens noch den Holzanhänger einklappen. Vielleicht geht es. Das wäre gut. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal, wenn wir dann da langfahren, schaffen, funktioniert es dann. Dann stellen wir den Bergungstruck dann irgendwo da vorne hin, Bergungstruck da irgendwo vorne hin und ziehen uns dann an dem irgendwie raus. Oder mit dem Bergungstruck ziehen wir halt den Holztruck dann irgendwie vor. Müssen wir gucken, wie wir es machen. Das werden wir ja dann sehen. So. Hier wunderbar durchs Gelände. Hier werden wir jetzt nachher ja auch nicht mehr langfahren. Wir werden ja dann die andere Strecke da hinten fahren, wo wir eben einen Teil mit dem Truck hier gefahren sind. So, und jetzt ist es auch nicht mehr weit. Wir öffnen jetzt mal die Karte. Gucken wir mal, fahren so. So. So, und dann hier runter. Okay, und da müssen wir gucken bei der einen Kreuzung. Da sind wir ja letztes Mal mit dem schweren schweren Lieferwagen, also mit dem, den wir eben das Holz transportieren, mit dem sind wir da nicht abgebogen, obwohl wir da hätten abbiegen sollen. Scheiße. Wollte gerade nicht ganz um die Kurve. So, jetzt aber. Wunderbar. Und wenn wir dann beim schweren Lieferwagen angekommen sind, ist der Teil dann auch schon wieder zu Ende. So, jetzt hier links entlang. So. Sollte auch kein Problem sein. Und da vorne müssen wir mal gucken, da müssen wir dann rechts fahren. Da können wir hier schon irgendwo rechts? Nee, ich glaube nicht, ne? Doch, hier können wir auch rechts. Ach komm, wir fahren jetzt lieber da vorne lang. Jetzt sind wir schon da vorbeigefahren. Am Ende sind hier nur Probleme, deswegen fahren wir jetzt lieber die Route, wo wir jetzt auch geplant haben, lang zu fahren. Sofern jetzt da auch nicht irgendwas ist, dass uns das nicht ermöglicht, dass wir da lang fahren. Scheiße, aber das ist ein bisschen blöder, als ich gedacht habe. Der hängt uns schön da unten. Es wird um die Kurve fahren. Hier ist mir ein bisschen. Ja, wir machen was, wir machen was anderes. Da müssen jetzt hier noch mal ein paar Bäume drunter leiden. Geht jetzt nicht anders. Aber da sollte der Truck locker drüber kommen. So, hier haben wir noch einen Stein davor liegen. Aber hier jetzt. So, wir fahren jetzt hier einfach mal quer durch. So, ja, schön eingraben. Scheiße. Mit Allrad kein Problem. Jetzt haben wir natürlich da das total alles kaputt gemacht. Naja. So, was hatten wir schon mal mit dem anderen Truck, ne? Ah, der gräbt sich da durch. Yeah! Wunderbar ist er da hochgekommen. Das hätte ich jetzt gerade echt nicht gedacht. Alter, der hat sich da richtig durchgegraben. Das ist ja geil. Besser als wenn wir jetzt da diese Kurve da gefahren wären, so dass wir jetzt hier den direkten Weg gefahren sind. Auf jeden Fall war das die bessere Entscheidung. Komm schon voran. Ja. Ah, dann nehmen wir kurz die Winde. Dann kommen wir sicher hier hoch. Und im richtigen Moment lösen. Wunderbar. Bam, wir haben es geschafft. Hindernis überwunden. So. Und wir nähern uns langsam dem Ort, wo der andere Truck liegt. Beziehungsweise ich glaube, der liegt da unten. Liegt da, genau. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle war es das auch schon wieder von diesem Teil. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Im nächsten Teil wird es dann wieder spannend. Schauen wir mal, wie das mit dem Aufrichten klappen wird. Und dann holen wir dann die Ladung Holz und kommen dann hoffentlich hier aus diesem komplizierten Gelände raus. Und dann geht es dann hoffentlich weiter in Richtung Ziel. Wir werden dann... Oh, wir fahren auch da lang, ne? Da ist dann echt nochmal spannend mit dem Holzauflieger. Mein lieber Mann. Vielleicht erkunden wir nächstes Mal nochmal das hier, ob wir da irgendwo lang können. Naja, das war's erstmal von diesem Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer LineGamer1. Ciao.